Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich mit einem kleinen Datei-Vorschau-Problem, welcher entsteht, wenn man von einer 64-Bit Microsoft Office-Version auf eine Microsoft Office 32-Bit-Version gewechselt hat. Und zwar geht es um die Datei-Vorschau im Datei-Explorer. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und wenn ihr zu dem nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es dann auch so ein Glöckchen. Um das genannte Problem mal ein bisschen nachzustellen, habe ich mir eine Windows 10 virtuelle Maschine erstellt. Und damit ich mir hier mein Live-System nicht zerstöre. Und zwar habe ich hier schon mal zwei Excel, also zwei Dokumente, einmal eine Excel und eine Word erstellt, und hier auf der rechten Seite sehen wir im Prinzip die Vorschau. Ich kann die auch mal öffnen. So, das ist ein Test. Und schließen wir nochmal. Das war jetzt einmal zu viel. So, Desktop. Und das gleiche hier bei Excel. Sehen wir im Prinzip das Dokument, und das ist die Dateivorschau. Die installierte Office-Version, das ist jetzt ein Office 365, Stand 2.2.2020 in der 64-Bit-Version. Diese werde ich jetzt erstmal deinstallieren. Also ich wollte nur zeigen, dass das mit der Dateivorschau schon mal funktioniert hat. Ich deinstalliere jetzt die 64-Bit-Version und installiere gleich die 32-Bit-Version. Um jetzt die 32-Bit-Version installieren zu können, müssen wir erstmal natürlich die 64-Bit-Version deinstallieren. Das tue ich hier dann mal. Und deinstallieren. So, ist die Deinstallation abgeschlossen. Ist auch hier raus aus der Systemsteuerung. Und jetzt gehen wir auf die Webseite von Microsoft Office. Hier müssen wir darauf achten, dass wir standardmäßig ist die 64-Bit ausgewählt, dass wir die 32-Bit auswählen und installieren einfach das Office. Ja, wollen wir. In der virtuellen Maschine bin ich natürlich als Administrator angemeldet, deshalb ist da auch keine Passwortabfrage. So, jetzt haben wir die Office 32-Bit-Version installiert. Schließe ich das mal, und das schließen wir auch nochmal. Und das können wir mal herunter machen. Und jetzt machen wir mal den Explorer auf. Und wir hatten die zwei Dateien auf dem Desktop liegen und öffnen hier mal Excel, die Vorschau. Einmal nichts und einmal nichts. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal. Ah, genau. So, da kommt dann diese Fehlermeldung. Die Arbeitsdatei konnte von Word nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Temp-Umgebungsvariable. Was macht man da? Man überprüft die Temp-Umgebungsvariable. Das ist aber nicht der wirkliche Grund dafür, und zwar liegt es einfach daran, dass die Deinstallation der 64-Bit-Version Reste im System hinterlassen hat, die sozusagen, wo auf Verzeichnisse verwiesen wird, die eigentlich gar nicht mehr existieren. So, und das müssen wir jetzt korrigieren. Das ist an sich eine relativ einfache Operation, aber wir arbeiten hier wieder mal mit dem Windows Registry Editor, das heißt, am besten vorher ein Backup machen, und wenn man nicht sehr versiert ist oder sich unsicher ist, sollte man sich jemanden holen, der ein bisschen sicherer unterwegs ist.
Um jetzt die entsprechenden Registereinträge bearbeiten zu können, öffnen wir erst einmal den Reg-Editor. Und natürlich als Administrator. Auf diesem System bin ich natürlich Administrator, aber wenn Sie jetzt nicht Administrator sind, dann einfach mal hier mit der rechten Maustaste draufklicken und ausführen. Dann müsste der hier nach dem Passwort fragen. Da ich Administrator bin, brauche ich hier nur auf Ja drücken. Ich habe das dann mal hier vorbereitet. Und zwar gibt es drei Registereinträge, die es betrifft. Und zwar innerhalb dieser Ebene Hotkey Classes Root gibt es drei Einträge. Da es aber sehr kryptisch ist, lassen die sich natürlich jetzt schwer bezeichnen. Das heißt, ich werde das unterhalb des Videos einfach mal rein verlinken und wir gehen einfach mal hier in diesen Punkt. Na. Man könnte jetzt einfach auch einfach suchen. Müssen wir mal gucken. CL war das. Hier haben wir den. So, also die Einträge sind hier und wie wir hier sehen, sind das ja schon, steht da hier für Microsoft Excel oder PowerPoint oder Word halt. Und die müssen einfach entfernt werden. So, da die Liste sehr lang ist, kann man gefahrlos jetzt einfach das hier kopieren. Also wie gesagt, unterhalb des Videos verlinkt. Suchen und dann suchen wir einfach mal. Ach, wir sind doch in der virtuellen Maschine. Da müssen wir erstmal die gemeinsame Zwischenablage aktivieren. Und zwar kopieren, einfügen, weitersuchen. So, da haben wir den Eintrag gefunden. Sind im Prinzip schon leer, also das heißt, hier ist noch nicht mal was mehr enthalten und wir können den Schlüssel einfach löschen. Also das, da passiert nichts. Aber wirklich aufpassen, nur die Schlüssel, die ich hier angebe, man kann hier natürlich auch sehr viel Schaden anrichten. So, dann haben wir den zweiten Schlüssel. Da gehe ich noch mal weiter hoch. Das heißt, wir gehen wieder auf den Start, sonst finden wir den nicht. Und sagen, wieder suchen. Und da haben wir ihn, können ja auch einfach löschen. Und dann haben wir den dritten Eintrag für PowerPoint. Gehen wir auch wieder ganz in die obere Ebene. Löschen den ebenfalls. So, und dann kann man den Registereditor schließen und wenn wir Schwein haben, funktioniert das sofort. Wie gesagt, Vorschau ist wieder da. Muss erstmal geladen werden, also da wird im Hintergrund im Prinzip eine Microsoft Office Preview Variante geladen. Ui, mein Excel. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal Neustart machen. Gut, dann mache ich das nochmal Neustart vom Windows 10, damit die Registereinträge auch übernommen werden. Ich hätte mich wahrscheinlich nur mal kurz abmelden und wieder anmelden müssen. Mit dem Pech, dass wir jetzt gerade noch die Updates hier fahren müssen. Warum wechselt man denn überhaupt eigentlich auf die 32-Bit, wäre jetzt so von manchen die Frage. Das ist gerade im Business-Bereich häufig der Fall, wenn man Applikationen hat, die mit dem Microsoft Office zusammenarbeiten.
Und viele dieser Anwendungen, die basieren halt noch auf 32-Bit und die können halt mit diesen 64-Bit-Varianten von Office nicht wirklich sauber interagieren. Das heißt, die haben irgendwelche Plugins in Microsoft Office drin, die nicht 64-Bit-kompatibel sind. So eigentlich der einzige Grund, warum man von der 64-Bit auf die 32-Bit wechseln sollte, wollen. Die 64-Bit-Variante hat natürlich den Vorteil, dass die wesentlich größere Datenmengen verarbeiten kann. Das heißt, in Excel für so einen Power-Analyst, der dann gleich mal ein paar hunderttausend Zeilen und mit, weiß ich nicht, ein paar hundert Spalten arbeitet, ist das sehr relevant. Für den ganz normalen User, der wird mit der 32-Bit, also zwischen der 64-Bit und der 32-Bit-Version wahrscheinlich nie einen Unterschied großartig merken. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, weil ich hier das natürlich gerade erst frisch installiert habe und der jetzt sich Haufen Updates nachgezogen hat. Deshalb kürze ich das jetzt mal ganz schnell ab und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir öffnen mal den Explorer und klicken zuerst unsere Excel an und sehen, Vorschau ist da. Und wir drücken unser Word-Dokument an oder klicken unser Word-Dokument an und Vorschau ist da. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Bitte abonniert meinen Channel, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten einen guten Start in die nächste neue Woche und alles Gute, euer Christoph.